Habt ihr euch jemals gefragt, welches das älteste Land der Welt ist? Das heißt, welches der Länder, die es heute gibt, existiert am längsten? Zunächst einmal sollte ich sagen, dass es auf diese Frage keine richtige Antwort gibt. Denn es gibt so viele Komplikationen, die sich ergeben, wenn man versucht, diese Frage zu beantworten. Einige der heutigen Länder können ihre Geschichte bis zu den Anfängen der Zivilisation zurückverfolgen, sogar noch vor der Erfindung der Schrift. Um genau zu bestimmen, wann dieses Land angefangen hat zu existieren, kann sehr schwierig sein und ist eine Frage der persönlichen Meinung. Die Frage, wo genau die Grenze zu ziehen ist, kann sich willkürlich anfühlen und ist letztendlich eine Ermessensentscheidung. Bevor ich einige der Anwärter auf den Titel des ältesten Landes der Welt vorstelle, möchte ich diese Schwierigkeiten anhand eines Beispiellandes veranschaulichen. Ich habe Frankreich gewählt. Also, wie ist es um Frankreich bestellt? Wann wurde das Land gegründet? Nun, im Jahre 481 nach Christus gründete eine Ansammlung germanischer Völker, die als Franken bekannt waren, das Königreich der Franken, auch bekannt als Francia. Hier befindet sich das Land Frankreich. 843 wurde das Reich in drei Teile geteilt. Westfranken ist derjenige, der uns interessiert, da er später, im Jahre 987, zum Königreich Frankreich werden sollte. Mit der Gründung des Königreichs, das denselben Namen trägt und sehr ähnliche Grenzen wie sein heutiges Pendant hat, ist es nun sinnvoll, dieses Datum als Gründungsdatum des Landes zu definieren. Aber natürlich ist Frankreich nicht mehr ein Königreich. Vielleicht ist es also nicht fair zu sagen, dass das Land erst dann gegründet wurde, als es 1792 mit der Französischen Revolution zu einer Republik wurde. Oder wir könnten es ganz genau nehmen und uns von den aktuellen Verfassungen orientieren, als die 5. Republik 1958 gegründet wurde. Wann ist Frankreich also ein Land geworden? 481, 843, 987, 1792 oder sogar erst 1958. Der Punkt ist, dass die Grenze irgendwo gezogen werden muss und nicht jeder wird sich darüber einig sein. Ich denke, der Schlüssel ist, vernünftig zu sein und einen Mittelweg zu finden. 481 oder sogar 843 zu sagen, ist vielleicht etwas weit hergeholt. Und am anderen Ende des Spektrums ist es unfair, 1958 zu sagen und die aktuelle Verfassung zu verwenden. Denn Frankreich war auch schon vor der 5. Republik Frankreich. Ich persönlich würde sagen, dass das Jahr 987 angemessen ist. Es verwendet den Namen Frankreich, die Grenzen sind sehr ähnlich und es wurde Französisch gesprochen. Okay, jetzt wo wir das aus dem Weg geräumt haben, lasst uns anfangen. Wir beginnen damit, dass wir bis zu den Anfängen der Zivilisation zurückgehen. Das ist natürlich zu weit, aber haben Sie Geduld mit mir. Der allgemeine Konsens unter Historikern und die sogenannte Wiege der Zivilisationstheorie besagt, dass sich mehrere Zivilisationen unabhängig voneinander entwickelt haben. Die frühesten vier dieser Wiegen waren Mesopotamien, das alte Ägypten, das Indus-Tal und die Zivilisation am Gelben Fluss. Drei von ihnen wurden schließlich zu den Ländern, die wir heute kennen. Das alte Ägypten, das liegt auf der Hand. Das Indus-Tal wurde schließlich zu Indien und die Gelbfluss-Zivilisation ist der Beginn der chinesischen Geschichte. Bevor wir mit dem Video fortfahren, vergiss nicht zu liken, zu teilen und zu abonnieren. Also dann viel Spaß mit dem Video. Fangen wir also mit China an. Alle alten Zivilisationen begannen entlang von Flüssen. Oh, wie nichts anderes zu erwarten, begann diese Zivilisation am Gelben Fluss, im heutigen Nordosten Chinas. Der Legende nach gründete Yu der Große die Xia-Dynastie um das Jahr 2000 vor Christus. Das war natürlich vor der Zeit, als es noch keine schriftlichen Aufzeichnungen gab und es gibt viele Zweifel daran, ob die Xia-Dynastie überhaupt existierte und ob Yu der Große tatsächlich ein Mythos ist. Weiter geht es mit der Shang-Dynastie, etwa 1600 vor Christus. Dies ist die erste Dynastie, für deren Existenz es tatsächlich archäologische Beweise gibt, antike Texte in Form von Orakelknochenschriften. Die moderne chinesische Sprache hat sich direkt aus den Schriften der Shang-Dynastie entwickelt. Die nächste Dynastie, die Zhou-Dynastie, dauerte länger als jede andere Dynastie in der chinesischen Geschichte. Sie herrschte fast 800 Jahre lang über China. Aber trotzdem werde ich sie überspringen und mir die Qin-Dynastie ansehen, die nur 15 Jahre dauerte. Trotz ihrer kurzen Lebensdauer ist die Qin-Dynastie von großer Bedeutung für die chinesische Geschichte. Sie war die erste Dynastie des kaiserlichen Chinas und schaffte es, alle anderen Staaten in der Zeit der streitenden Staaten zu erobern und China zum ersten Mal zu vereinen.
Es ist auch möglich, dass das moderne Wort China von dem Wort Qin abgeleitet ist, obwohl dies etwas umstritten ist. Der erste Kaiser, Qin Shi Huang, war auch für den Bau der chinesischen Mauer und der Terrakotta-Armee verantwortlich. Die kaiserliche Herrschaft in China dauerte also mehr als zwei Jahrtausende bis 1912, als die Republik China gegründet wurde, an. Natürlich kam es später zu einem Bürgerkrieg, als die Kommunistische Partei 1949 die Macht übernahm und das Land ausrief, das wir heute kennen, die Volksrepublik China. China ist also zweifellos eine der ältesten Zivilisationen der Geschichte, aber es ist schwierig, ein genaues Datum festzulegen, wie lange das Land selbst schon existiert. Kommen wir zum nächsten Land, Ägypten. Ägypten ist ein Land, das für seine antike Geschichte weltberühmt ist. Wenn man an Ägypten denkt, kommen einem wahrscheinlich als erstes die Pyramiden und die Sphinx in den Sinn. Diese wurden bereits 2500 vor Christus erbaut. Aber die Geschichte Ägyptens reicht noch weiter zurück. Das alte Ägypten wurde zunächst in Ober- und Unterägypten unterteilt. Die Vereinigung von Ober- und Unterägypten erfolgte um 3150 vor Christus mit dem allerersten Pharao des Vereinigten Ägyptens. Ägypten hatte eine lange und reiche Geschichte, bevor die meisten Länder überhaupt existierten, mit mehr als 3000 Jahren Geschichte vor dem Beginn des gemeinsamen Zeitalters. Um zu verdeutlichen, wie alt Ägypten ist, sollten Sie sich Folgendes vor Augen führen. Kleopatra liegt zeitlich näher an der Gegenwart als an der Erbauung der Pyramiden, um etwa 500 Jahre. Außerdem gab es noch Mammuts, als die Pyramiden gebaut wurden. Und bedenken Sie, dass der erste Pharao Ägyptens etwa 600 Jahre vor den Pyramiden lebte. Bevor sich Ägypten zu dem modernen Land entwickelte, das es heute ist, wurde es von mehreren anderen Zivilisationen erobert und beherrscht. Zunächst wurde es zweimal von den Persern erobert, dann von den Griechen, den Römern, den Persern erneut, den Arabern, den Osmanen und schließlich von den Briten kolonialisiert, bevor es 1953 seine Unabhängigkeit erlangte. Obwohl Ägypten also unbestreitbar eines der, wenn nicht sogar das älteste Land der Welt ist, wurde es mehr als 2000 Jahre lang von anderen Zivilisationen beherrscht. Das macht es etwas schwieriger, eine direkte Verbindung zwischen den altägyptischen Pharaonen des 3. Jahrtausends vor Christus und dem Land herzustellen, das es heute ist. Kommen wir nun zu unserem nächsten Land, dem dritten der drei Länder, die ich vorhin erwähnt habe. Einer der Wiegen der Zivilisation, dem Indus-Tal, aus dem schließlich Indien wurde. Daher stammt auch der Name des Landes. Auch hier ist es etwas weit hergeholt zu sagen, dass das Land Indien im Indus-Tal gegründet wurde. Aber der Versuch, ein Datum zu nennen, wann das Land tatsächlich gegründet wurde, ist schwierig. Die vedische Periode der indischen Geschichte beginnt um 1500 vor Christus, was etwa 400 Jahre nach dem Zusammenbruch des Indus-Tal-Zivilisation angenommen wird. Die Veden sind die ältesten Schriften des Hinduismus, der wohl ältesten Religion der Welt, die auch heute noch die wichtigste Religion Indiens ist. Nach der Ausbreitung verschiedener politischer Einheiten entstanden im 6. Jahrhundert vor Christus 16 große Königreiche, die Mahajanapadas genannt werden, wobei Janapada Land und Maha groß bedeutet. Aber selbst wenn wir diese als Länder einstufen, gab es zu dieser Zeit noch kein einheitliches Indien oder eine zentralisierte Regierung. Das erste Mal, dass Indien zu einem Staat vereinigt wurde, war das Maurya-Reich, das 322 vor Christus gegründet wurde. Geografisch gesehen war es eines der größten Reiche seiner Zeit, etwa 1,5-mal so groß wie das heutige Indien, und Schätzungen zufolge hatte es rund 50 Millionen Einwohner. Nach seinem Zusammenbruch im Jahre 180 vor Christus wurde Indien erneut zersplittert. Viele Reiche kamen und gingen, aber eines der bedeutendsten war das Gupta-Reich, das als ein goldenes Zeitalter in der indischen Geschichte mit Fortschritten in Technik, Wissenschaft, Kunst, Kultur und Philosophie gilt. Obwohl es um 400 nach Christus seine größte Ausdehnung erreichte, beherrschte es nur den nördlichen Teil des heutigen Indiens. Nach dem Fall des Gupta-Reiches wurde der Subkontinent erneut zersplittert. Mehr als ein Jahrtausend lang gab es keinen zentralisierten indischen Staat. Dies änderte sich jedoch im späten 16. Jahrhundert, als das Mogulreich die Kontrolle übernahm und zu Beginn des 18. Jahrhunderts praktisch das gesamte Gebiet des heutigen Indiens beherrschte. Kurz nachdem es seinen Höhepunkt mit einer Fläche von 4 Millionen Quadratkilometern und einer Bevölkerung von 150 Millionen Menschen erreicht hatte, ging das Reich in den restlichen Jahren des 17. Jahrhunderts rapide unter. In dieser Zeit des Mogulreiches wurde das Taj Mahal erbaut, eines der berühmtesten Wunder der Welt. Schließlich übernahmen die Briten die Kontrolle über das heutige Indien,
Pakistan und Bangladesch, bekannt als British Raj. Dies dauerte bis 1947, als Indien seine Unabhängigkeit erlangte und 1950 zur Republik Indien mit der heute noch gültigen Verfassung wurde. Die Idee eines einheitlichen indischen Staates ist also etwas, das im Laufe der Geschichte nur sporadisch existiert hat, und zwar aufgrund der Ausdehnung verschiedener Reiche aus verschiedenen Teilen des Subkontinents. Obwohl die indische Geschichte mehrere tausende Jahre zurückreicht, könnte man behaupten, dass Indien erst nach der Unabhängigkeit von den Briten, also vor gerade einmal 70 Jahren, zu einem Staat geworden ist. Das nächste Land, das ich mir ansehen werde, ist Japan. In Japan gibt es tatsächlich ein bestimmtes Datum, an dem das Land gegründet wurde, der 11. Februar 660 vor Christus. Der Legende nach wurde das Land von Kaiser Jimmu gegründet, einem direkten Nachkommen der Sonnengöttin Amaterasu. Die japanische Monarchie ist die älteste ununterbrochene Erbmonarchie der Welt, wobei der derzeitige Kaiser Japans der 125. ist und seine Abstammung bis zum Kaiser Jimmu zurückverfolgt werden kann. Auch wenn es den Anschein hat, als sei Japan ein relativ einfaches Land, dessen Gründungsdatum zu bestimmen ist, ist dies nicht der Fall. Kaiser Jimmu wird im Allgemeinen als mythologische Figur betrachtet. Tatsächlich gibt es wenige bis gar keine Beweise dafür, dass einer der ersten neun Kaiser überhaupt existierte. Obwohl Japan also ein sehr altes Land ist, wäre es schwierig, es als Anwärter für das älteste Land der Welt zu betrachten. Zumal die ersten bekannten schriftlichen Erwähnungen Japans in einem alten chinesischen Text aus dem 1. Jahrhundert nach Christus stammen. Das nächste Land, das wir uns ansehen werden, ist der Iran. Die meiste Zeit seiner Geschichte war es in der westlichen Welt als Persien bekannt. Die Gründung des Landes lässt sich möglicherweise bis 2600 vor Christus mit den Elamiten zurückverfolgen, einer einheimischen iranischen Bevölkerung mit eigener Sprache. Oder 625 vor Christus, als sich mehrere medische Stämme zu einem zentralisierten Staat zusammenschlossen, um sich gegen das Assyrische Reich zu verteidigen. Später, 550 vor Christus, wurde das Achämenidenreich, das auch als das erste persische Reich bezeichnet wird, von Kurosch dem Großen gegründet. Es wurde zum größten Reich seiner Zeit und zum größten aller Reiche vor ihm und erstreckte sich in der Blütezeit vom Balkan und Nordafrika bis zum indischen Subkontinent im Osten. Später fiel das Reich 330 vor Christus an Alexander den Großen. Der Iran wurde später von mehreren anderen Dynastien regiert, von den griechischen Seleukiden über die iranischen Parther bis hin zu den persischen Sassaniden, wobei das 7. Jahrhundert nach Christus mit der muslimischen Eroberung Persiens einen wichtigen Wendepunkt darstellte. Danach kämpften viele kleine Königreiche jahrhundertelang um den Iran, darunter persische, arabische, türkische und mongolische Dynastien. Viele ursprünglich fremde Dynastien, vornehmlich türkischer Herkunft, wurden persifiziert und übernahmen die persische Sprache sowie die Kultur, von den Gasnawiden bis zu den Safawiden. Selbst die ursprünglich turk-mongolischen Timuriden wurden persifiziert und führten ihre Abstammung nicht nur auf Genghis Khan zurück, sondern auch auf Manuchehr, einem Helden aus dem iranischen Epos Shahnameh. Doch erst 1501 entstand ein weiteres großes persisch-iranisches Reich, das Reich der Safawiden, das oft als der Beginn der modernen iranischen Geschichte bezeichnet wird. Es war die erste Dynastie mit dem schiitischen Islam als Staatsreligion. Die Islamische Revolution von 1979 setzte der jahrtausendealten persischen Monarchie ein Ende, als die Pahlavi-Dynastie gestürzt und durch die heutige Islamische Republik ersetzt wurde. Der Name Persien wurde Mitte des 20. Jahrhunderts ungebräuchlich, als 1935 gefordert wurde, das Land als Iran zu bezeichnen. Der historische Name des Landes, der von der einheimischen Bevölkerung verwendet wurde. Das letzte Land, das ich mir ansehen werde, ist Griechenland. Die Griechen werden oft als die Wiege der westlichen Zivilisation angesehen, da sie auch die Wiege der westlichen Philosophie und Demokratie sind. Die erste fortschrittliche Zivilisation auf dem griechischen Festland war das mykenische Griechenland. Diese Zivilisation dauerte etwa 5 Jahrhunderte und nach ihrem Zusammenbruch beginnt eine Periode der griechischen Geschichte, die als dunkles Zeitalter bekannt ist und für die es nur sehr wenige archäologische Zeugnisse gibt. Nach dem dunklen Zeitalter begann die eigentliche Entwicklung der griechischen Stadtstaaten, die als archaische Periode bezeichnet wird. Die klassische Periode beginnt etwa zur Zeit der zweiten persischen Invasion, die von den Griechen erfolgreich abgewehrt wird. Die klassische Periode der griechischen Geschichte ist ein Zeitraum von 2 Jahrhunderten, in dem Griechenland ein goldenes Zeitalter erlebte.
Die meisten der berühmten griechischen historischen Persönlichkeiten stammen aus dieser Zeit. Die griechischen Philosophen Sokrates, Platon und Aristoteles, die Eroberung Alexander des Großen und der Bau des Parthenon fielen ebenfalls in dieser Zeit. Allerdings befanden sich zu dieser Zeit die griechischen Stadtstaaten im Peloponnesischen Krieg, im Krieg miteinander. Erst Philipp II. Von Makedonien vereinigte die bis dahin unabhängigen Stadtstaaten durch die Gründung des Bundes von Korinth, mit Ausnahme von Sparta. Philipp starb nur ein Jahr später, als Alexander der Große die Macht übernahm und wirklich alle Stadtstaaten vereinigte und sogar den größten Teil der antiken Welt, einschließlich Persien und Ägypten, eroberte. Mit dem Tod Alexander des Großen begann die hellenistische Periode der griechischen Geschichte, in der die griechische Kultur ihren Höhepunkt erreichte und großen Einfluss auf die westliche Philosophie, Kunst, Literatur, Architektur und Politik hatte. Das antike Griechenland ging mit der Eroberung durch die Römer im Jahr 146 vor Christus zu Ende, was das Ende eines unabhängigen griechischen Staates für fast zwei Jahrtausende bedeutete. Griechenland war Teil des Römischen Reiches, dann seines Nachfolgers, des Byzantinischen Reiches, bis es Mitte des 15. Jahrhunderts von den Osmanen erobert wurde. Die Griechen wurden 1822 im Zuge ihrer Unabhängigkeitskrieges und der Gründung der ersten griechischen Republik unabhängig. In seiner modernen Geschichte wechselte das Land mehrmals zwischen Monarchie und Republik, bevor es schließlich zur heutigen dritten griechischen Republik wurde. Obwohl das Land allgemein als Griechenland bezeichnet wird, lautet der offizielle Name Hellenische Republik. Auch wenn Griechenland offensichtlich ein sehr altes Land ist, ist es fraglich, wann es tatsächlich ein Land wurde. Das mykenische Griechenland wäre wahrscheinlich ein bisschen zu früh, aber die klassische oder hellenistische Periode wäre angemessen, als Griechenland sein goldenes Zeitalter erlebte und die Stadtstaaten vereinigt wurden im Jahre 336 vor Christus. Und die Gründung des Bundes von Korinth oder vielleicht der Tod Alexander des Großen, mit dem 323 vor Christus die hellenistische Periode begann, könnte zwei mögliche Daten sein, wann Griechenland wirklich ein Land wurde. Das sind meine Anwärter auf das älteste Land der Welt. China, Ägypten, Indien, Japan, Iran und Griechenland. Ich halte es für wichtig, dass es zumindest eine Verbindung von der Antike zum heutigen Land gibt und dass eine gewisse zeitliche Kontinuität gegeben ist. Das heißt, dass es möglich ist, das heutige Land durch seine Vorgänger zurückzuverfolgen, um zu dem Datum zu gelangen, das wir als ein Gründungsdatum festlegen können. Wie dem auch sei, dies ist nur meine persönliche Meinung und ich habe keinerlei Entscheidungsbefugnis in dieser Angelegenheit. Meine Wahl für das älteste Land der Welt wäre Irak und Ägypten. Aber das Problem bei ihnen ist ein einfaches, ähnlich wie bei den Ägyptern. Die einheimische Bevölkerung hat keinen Bezug zu ihren alten Völkern. Sie haben die Sprache, den größten Teil ihrer Geschichte und im Grunde ihre Identität verloren und sie durch eine arabische, islamisierte ersetzt. Vor allem im Irak, wo die ersten Zivilisationen der Welt entstanden sind, von den alten Sumerern 4500 vor Christus bis zu den Akkadiern und Assyrern. Aber all das wurde später ersetzt. Was ist also meine Wahl für das älteste Land der Welt? Ich habe mich für China entschieden, weil das Land im Laufe seiner Geschichte nur selten von anderen Zivilisationen beherrscht wurde und seine alten Bräuche auch heute noch in der chinesischen Identität präsent sind. Es ist wirklich die älteste fortbestehende Zivilisation der Welt und die Chinesen respektieren ihre alte Geschichte sehr und sie haben immer eine Rolle in der Weltpolitik gespielt. Von der Bronzezeit über die Antike, das Mittelalter bis heute. Natürlich könnte man für jedes der Länder, über die ich in diesem Video gesprochen habe, ein Argument anführen. Griechenland, Iran, Indien und sogar Ägypten wären zum Beispiel gute Kandidaten für die Wahl des ältesten Landes der Welt. Es gibt auch viele andere Länder, die ich noch nicht erwähnt habe, die ebenfalls in Frage kommen. Denn es gibt so viele Möglichkeiten, diese Frage zu beantworten, indem man eine beliebige Anzahl von Kriterien zur Bestimmung der Antwort verwendet. Bevor ich zum Schluss komme, möchte ich noch ein Land besonders hervorheben: San Marino. Nach Meinung vieler Menschen ist San Marino das älteste Land der Welt. Es kommt wirklich sehr darauf an, welche Maßstäbe und Kriterien wir verwenden. Wenn man ziemlich strenge Kriterien anlegt, würde San Marino sehr wahrscheinlich als das älteste Land der Welt gelten, da es seine Unabhängigkeit von den Römern im Jahre 301 nach Christus erklärte und seine derzeitige Verfassung aus dem Jahre 1600 stammt. Ich persönlich wollte jedoch eine etwas lockerere Definition verwenden, um ein wenig mehr Spielraum zu haben.
Wie ich schon sagte, ist dies einfach meine Meinung und es steht euch frei, ihnen zuzustimmen oder auch nicht. Allerdings wird jede Antwort immer umstritten sein und letztlich gibt es keine einzige richtige Antwort, denn die Bestimmung, wann ein Land tatsächlich ein Land wurde, wird immer etwas willkürlich sein. Und wenn wir es mit Ländern zu tun haben, die möglicherweise tausende von Jahren alt sind, dann wird es umso schwerer. Und da es keine archäologischen Beweise und nur wenige schriftliche Aufzeichnungen gibt, sind manche Dinge einfach unmöglich zu bestimmen. Welches ist eurer Meinung nach das älteste Land der Welt? Schreibt eure Antworten unten in den Kommentaren. Liked, teilt und abonniert, falls euch das Video gefallen hat. Und vergesst nicht, über die Glocke zu klicken, damit ihr keine weiteren Videos mehr von mir verpasst. Also dann, ciao und auf Wiedersehen, euer EVS2Let's Play, als David von Bros TV.